Es gibt noch einen ganz bemerkenswerten Satz von Hamed Abdelsamad, der uns direkt zu ihm bringt. Europa, sagt er, und das ist seine ganz große Schwäche, Europa lässt zu, dass auch Menschen von den Vorzügen des Rechtsstaates profitieren, die ihn in Wahrheit vernichten wollen. Er hat dazu mal die interessante Frage gestellt, man kann Menschen integrieren, aber kann man auch eine ganze Religion integrieren? Er, das ist der Mann, der mal hoffen durfte, Merkels nächster Innenminister zu werden. Dann wurde er allerdings nicht Merkels Innenminister, sondern Merkels Nervensäge, sagen die einen, und wurde in genau der Rolle zum beliebtesten Politiker Deutschlands. Plötzlich entdeckte er nämlich etwas für Politiker offenbar eher Ungewöhnliches, nämlich das eigene Gewissen, und fing an, so lange Stunk gegen Euro-Rettungsschirme zu machen, bis irgendwann Ronald Pofalla entgleiste, der sinnigerweise wenig später dann zur Deutschen Bahn wechselte. Leute, die ihn nicht mögen, sagen, er sei so etwas wie eine fleischgewordene Talkshow. Leute, die ihn mögen, zitieren ihn dagegen mit dem Satz, politisch korrekt ist nur die Wahrheit. Jetzt zieht er Bilanz. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Also, lasst uns direkt rein. Es gibt viel zu besprechen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Herr Bosbach, können Sie das eigentlich fassen? Sie gehen wirklich in Rente? Haben Sie das wirklich vor? Die Frage ist, ob meine Frau das fassen kann. Ja. Doch, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe mir das wirklich reiflich überlegt. Es gibt ja nicht einen Grund, sondern ein ganzes Bündel von Gründen für den Rückzug. Politische Gründe, persönliche Gründe. Und ich finde, 23 Jahre sind eine lange Zeit im Deutschen Bundestag. Und ich finde, es ist besser, man geht zu einem Zeitpunkt, wo jedenfalls noch viele sagen, schade, dass er geht, als dass die Leute in den Kulissen murmeln. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass er aufhört. Solange die Frau nicht sagt, schade, dass er kommt. Das ist die große Sorge von Sabine, dass ich den wohlsortierten Haushalt durcheinander bringen könnte, wenn ich jetzt mal länger am Stück zu Hause bin. Aber haben Sie jetzt wirklich vor, zu Hause zu bleiben? So was Verrücktes zu machen, wie zu Hause zu sitzen? Jedenfalls öfter als in der Vergangenheit. Ich habe viel nachzuholen. Familie, Freunde, möchte mir auch manches in der Welt noch ansehen, was ich bis jetzt nicht sehen konnte. Gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich meine, man kann doch als Politiker, der aus dem Bundestag ausscheidet, kann man zur Bahn gehen, wie Ronald Pofalla. Man kann bei Gazprom anfangen. Da gibt es ja Möglichkeiten. Also es gibt schon die eine oder andere Anfrage. Ehrlich? Das von wem? Gucke ich mir in Ruhe an. Versicherungsbranche? Oh nein. Aber ich möchte nicht nichts tun. Edeka? Ich möchte auch. Das wäre doch mal wieder zurück in den Supermarkt. Ja. Oder ich meine, das wissen die wenigsten, dass Herr Bosbach mal Supermarktleiter war, ne? In Bergstadtbach waren Sie das, ne? Richtig. Und ich erinnere mich an einen Satz von Ihnen, der da lautete, das Chaos in einem Supermarkt ist absolut gewollt. Der Kunde soll ja durch den ganzen Laden gehen. Irren. Und nicht nur vorne, links und rechts die Artikel kaufen, wegen denen er in den Laden gekommen ist. Das heißt, das war ein konsequenter... Also Kaiser Tengelmann wieder auf Vordermann bringen, das wäre eine richtige Herausforderung. Ja. Aber kommt jetzt ein bisschen zu spät. Das ist wie im Bundestag, oder? Das Find ich Chaos, auch. Das einmal alle drumherum. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wenn Sie sagen, im Supermarkt ist Chaos, war es ein sehr konsequenter Schritt, dann in die Politik zu gehen als nächstes, oder nicht? Sie meinen, so groß sei der Unterschied nicht. Es ist immer wichtig, was man im Angebot hat und ob man das Vertrauen der Kundinnen und Kunden gewinnen kann. Und es ist eigentlich auch in der Politik wie im Supermarkt, am Ende lauern die Süßigkeiten. Gazprom, die Deutsche Bahn. All diese Dinge. Ne? Wir vermuten mich zu Unrecht bei den Unternehmen und total zu Unrecht in der Gehaltsklasse. Aber jetzt im Ernst, Herr Bosbach, Sie können ja jetzt frei sprechen. Wer hat Sie jetzt schon angemacht? Also wer hat schon Angebote? Sie werden das zu der Zeitpunkt erfahren, wenn ich sage, vielleicht mache ich noch das eine oder andere. Dann sagen Sie uns wenigstens, nichts, was Sie abgelehnt kann haben. Ich mir nicht vorstellen. Ja, noch gar nichts. Ich sortiere ja und gucke mir das alles an. Viele? Ob es seriös ist, überschaubar, aber interessant. Das ist ja total irre. Politiker kriegen unseriöse Angebote? Nein, ich habe doch gesagt, alles aus meiner Sicht seriös. Es ist nichts dabei, wo ich sagen müsste, das muss ich auch jetzt mit spitzen Fingern anfassen. Das ist auch eine schöne Formulierung. Aus meiner Sicht alles seriös, aber das soll nichts heißen. Ne? Ja. Aber welche Branche? Worüber reden wir? Wenn Sie möchten, sind Sie der Erste, dem ich Bescheid sage. Gerne, jetzt. Ich sortiere doch gerade. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit, ich muss ja nichts überstürzen. Nee, das ist wahr. Aber das wenn Sie mich beim Rohre verlegen, vermuten bei Gazprom, da liegen Sie ganz falsch. Wenn wir noch mal kurz jetzt in die Politik gehen, Herr Bosbach, haben Sie noch Spaß an dem Laden? Ja.
Ja, auch an der Auseinandersetzung zwischen Ihrer Schwesterpartei CSU und CDU? Nein, an den Debatten nicht. Aber ich hatte in meinem Leben, Herr Lanz, das große Glück, dass ich immer das, was ich beruflich werden wollte, auch geschafft habe, dass ich mir die Wünsche erfüllen könnte. Ich gehe auch heute noch jeden Tag gerne ins Büro und ich kann nur raten, jedem, der zuschaut, macht ja euer Hobby zum Beruf und ihr habt euer Leben lang Freizeit. Das kann man jetzt so oder so verstehen, ne? Nein, das wissen Sie auch, wenn man etwas macht, was man immer schon machen wollte. Können Sie 12, 13, 14 Stunden arbeiten, es fällt Ihnen nicht schwer. Wenn Sie was machen müssen, was Sie eigentlich nicht möchten, sind 5 Stunden zu lange. Das heißt, Sie haben das nie als Belastung empfunden, was Sie da gemacht haben? Doch, natürlich ist das eine Belastung, aber ich mache es auch gerne. Und Sie sagen, niemand zwingt mich dazu. Sie haben immer erreicht, was Sie wollten. 2005 wollten Sie Innenminister werden. Ja, das Sie waren so kurz davor. Da haben Sie recht, das lag ja nicht an mir. Ich behaupte einmal, die meisten, die gerne Minister werden würden, werden es am Ende nicht. Ja. Und trotzdem geht das Leben weiter. Und ich bin am nächsten Tag genauso gerne ins Büro gegangen. Ich war ja damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wie in der Zeit davor auch. Hat leider auch nicht geklappt. Was? Mit dem Fraktionsvorsitz. Ja gut, es wäre ja sowieso nur das eine oder das andere gewesen. Am Ende ist beides nichts geworden. Mama hat gesagt, Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Mutter hat recht. Mutter ist in dem Fall Angela Merkel, ja? Nein, Mutter ist Else Hosper. Sie beschreiben das jetzt. Sie haben ein tolles Buch gemacht, finde ich, wo man so ein bisschen darüber nachlesen kann, wie Politik eigentlich hinter den Kulissen wirklich so abläuft. Und da beschreiben Sie auch diese Situation so das erste Mal. Das heißt, Sie hatten doch berechtigte Hoffnung, dass Sie Innenminister werden würden, ne? Ich bin ja gefragt worden. Angela Merkel? Ja, von Angela Merkel nach dem Wahltag. Und dann habe ich freimütig geäußert, was ich mir vorstellen könnte. Und ich habe den Raum verlassen in der Hoffnung, wirst du nicht Innenminister, dann wirst du Fraktionsvorsitzender. Wobei ich gesagt habe, ich möchte nicht gegen Volker Kauder kandidieren, weil es ein guter Freund von mir ist. Und dann kam eben 2, 3 Tage später die Nachricht. Leider hat beides nicht geklappt. Und dann hatten wir eine Aussprache im Kanzleramt. Ich glaube, das nennt man im Auswärtigen Amt eine freimütige Aussprache. Laut? Nee, nein, nicht laut. Ich muss akzeptieren, wenn meine Parteivorsitzende, meine Bundeskanzlerin eine Personalentscheidung trifft, die ich lieber anders gesehen hätte, und das Leben geht weiter. Wobei, das ist ja schon hart, oder? Ich meine, Sie haben doch Ihr ganzes Leben lang wahnsinnig hart und konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet und dann funktioniert das plötzlich nicht. Da zerplatzt doch so ein Lebenstraum, oder? Nein, Herr Lanz, Sie können mit dem Ziel Politik machen, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler nicht zu enttäuschen, sein Bestes zu geben. Aber Sie können nicht Politik machen mit dem Ziel, ich muss unbedingt Minister werden. Die allermeisten werden. Das sagen Sie alle. Weil es auch die Wahrheit ist. Die wenigsten werden das, was sie unbedingt gerne werden. Das ist klar, aber man hat doch Ziele im Leben eines Menschen. Hat man doch Ziele. Man will doch irgendwo hin. Aber seien Sie mir nicht böse. Abgeordneter des Deutschen Bundestages, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Innenausschusses. Das ist doch nichts. Also und dann sind Sie so kurz vor einem Minister, sind Sie. Ich sage es nochmal, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht bin ich danach etwas freier gewesen, auch etwas befreiter als durch die Bürde des Amtes. Und ich weiß, mit meiner Haltung zum Beispiel in der Euro-Rettungskrise bei der Nullzinspolitik der EZB hätte ich das Kabinett verlassen müssen, weil ich bei meiner Überzeugung geblieben wäre. Da wäre die Kabinettsdisziplin unvereinbar gewesen mit meiner persönlichen Haltung, nicht gegen meine Überzeugung. Hätten Sie das wirklich durchgezogen? Ja, darauf können Sie sich verlassen, ja. Auch wenn es sich etwas pathetisch anhört, ich mache seit 22 Jahren so Politik, es geht im Kern um Vertrauen. Und ich habe mich jeden Tag darum bemüht, die Menschen, die mir Vertrauen entgegenbringen zu Hause, nicht zu enttäuschen. Und niemand soll sagen, er hat uns getäuscht. Und das geht nur durch die Übereinstimmung von Wort und Tat. Und ich kann nicht sagen, da habe ich keinen Muskel für. Also ist in Ordnung, ich will den Posten behalten. Ich stimme jetzt gegen meine Überzeugung ab. Sie würden es mir sofort ansehen, wenn ich etwas sage oder wenn ich eine Entscheidung treffe, hinter der ich persönlich nicht stehe. Wie oft haben Sie im Laufe dieser 22, 23 Jahre die Parteidisziplin, die Fraktionsdisziplin verlassen und dagegen gestimmt? Also, es werden wohl rund ein halbes Dutzend Mal gewesen sein. Dann natürlich, so 5, 6 Mal? Also im Laufe von 22 Jahren. Ich weiß ja nicht, was noch kommt im nächsten Jahr. Aber dann natürlich, ich habe bei dem ersten Hilfspaket für Griechenland noch zugestimmt. Dem zweiten Paket dann nicht mehr, dem dritten nicht mehr, dem dauerhaften Rettungsschirm nicht mehr. Das für mich eigentlich paradoxe ist,
dass ich in keiner einzigen politischen Frage eine Haltung vertrete, die nicht einmal die Haltung der CDU war. Wohlgemerkt war. Das, was man schmerzt Sie das? Ja, das schmerzt mich, weil ich ja auch weiß, wie groß in diesen zwei Jahrzehnten die Diskrepanz zwischen Wählern und Gewählten geworden ist. Je nach Betrachtungsweise trauen die Menschen uns Berufspolitikern entweder alles zu oder nichts. Und wenn ich als Störenfried gelte, wenn ich auf einmal die Kuh bin, die quer im Stall steht, nur weil ich bei dem bleiben möchte, was meine Partei den Menschen mal versprochen hat, dann muss man eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung für 2017 lautet, ich trete nicht nochmal an. Aber trotzdem muss ich nochmal auf diese Zahl zurück. Ich meine, man hat Ihnen, auch offenbar haben wir da nicht genau hingeguckt, ganz schnell presseseitig das Etikett angeklebt, der Rebell der CDU. Ja, du bist ja schon Rebell, wenn du bei deiner Meinung bleibst. Das ist richtig. Ja, Rebell. Ja. Aber trotzdem, das Verrückte ist ja, Sie haben, wenn Sie sagen, ein halbes Dutzend Mal, das heißt, Sie haben im Grunde alle vier Jahre einmal gegen die Fraktion gestimmt, sozusagen. Ja? Zum Schluss war es ein bisschen mehr wegen der Vielzahl der Euro-Rettungspakete. Ja. Das ist ja krass, oder? Dass man in der Politik schon ein Freigeist und Freidenker ist, wenn man mal alle vier Jahre sagt, nee, finde ich nicht, aber anders. Ich käme selber nie auf den Gedanken zu sagen, dass ich ein Rebell bin. Ich bin auch keiner. Ich bin 100% CDU. Ich habe nur nicht das Talent, gegen meine Überzeugung abzustimmen. Immer noch 100% CDU oder auch ein bisschen CSU? In bestimmten politischen Themen habe ich mehr Sympathie, Zuneigung zur Argumentation der CSU als 80-20 oder schon 70-30? Nein. Also es Edmund gibt, Stoiber es hat Ihnen schon einen Mitgliedsantrag zugeschickt. Ja, das war nett von ihm. Er ist ein feiner Kerl. Und wenn ich in Bayern geboren wäre, wäre ich natürlich CSU-Mitglied geworden. Ja. Aber das ist doch eigentlich eine bittere Bilanz am Ende eines so langen, erfolgreichen politischen Lebens, wenn man sagt, da gibt es eigentlich keine hundertprozentige Übereinstimmung mehr. Ja, mir tut das auch weh. Ich bin ja auch in einem dauernden Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte ich zu dem stehen, was ich politisch für richtig halte. Auf der anderen Seite kann ich ja verstehen, dass Angela Merkel und Volker Kauder sagen, wir brauchen Geschlossenheit, wir brauchen Disziplin, keiner soll aus der Reihe tanzen. Und wenn eine Zeitung schreibt, die Nervensäge geht, dann wird das sein, was man im Kanzleramt über mich denkt. Aber meine Hauptaufgabe ist es nicht, pflegeleicht zu sein, sondern meine Hauptaufgabe ist, bei dem zu bleiben, was ich politisch für richtig halte. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zur Kanzlerin? Es war eigentlich immer gut. Wir kennen uns ja schon persönlich aus einer Zeit, da war ich noch gar nicht Mitglied des Bundestages, Sie aber schon Bundesministerin, also aus dem ersten Wahlkampf 1994. Als ich die Umweltministerin war? Genau, oder Familienministerin. Ja. Jedenfalls kann ich nur sagen, ich kann mich in diesen 22 Jahren gemeinsamer Arbeit im Bundestag nicht an eine einzige Situation erinnern, wo ich persönlich über Angela Merkel enttäuscht sein müsste, wo ich negative Erfahrungen gemacht hätte. Sie hatte immer Zeit für mich. Wir haben viele intensive Gespräche geführt, zuletzt leider überwiegend kontroversen Inhalts. Mit wem haben Sie zuletzt telefoniert? Mit Angela Merkel oder mit Horst Seehofer? Nicht mit Angela Merkel. Mit Horst Seehofer? Ja. Wie lange? Eine gute halbe Stunde dürfte das gewesen sein. Ja. Vor kurzem erst? An das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das müsste im September. Sie wollten immer ehrlich sein, Herr Bosbach. Als wenn Sie alle Telefonate im Kopf hätten. Aber ich schätze mal, im September, das müsste in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause gewesen sein. Warum wollte er Sie sprechen? Es ging um die unterschiedlichen Meinungen in beiden Parteien zum Thema Flüchtlingspolitik. Es ging nicht nur um das Thema Obergrenze. Und mir ging es natürlich in erster Linie auch Horst Seehofer zu vermitteln, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir CDU und CSU nur gemeinsam die Wahl gewinnen können und nicht gegeneinander. Haben Sie das letzte Interview hier im ZDF mit Horst Seehofer gesehen? Nein, Peter Frey hat ihn befragt und es ging um die Frage, werden Sie die Kandidatur von Angela Merkel, werden Sie die unterstützen? Und wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen wir einmal kurz rein. So hat Horst Seehofer geantwortet. Ist Angela Merkel doch alternativlos die Einzige, die das Kanzleramt für die Union retten kann? Also wir machen das in der richtigen Reihenfolge. Wir haben immer gesagt, erst die Inhalte, dann die Personalien. Wenn sich Einzelne anders äußern, dann ist dies ihr gutes Recht. Ich bleibe bei dieser Linie, die in allen Führungsgremien der CSU festgelegt wurde. Wir reden gerade mit der CDU und insbesondere mit der Kanzlerin über das Programm, mit dem wir
die dieses Land und die Menschen in die Zukunft führen wollen. Und wenn da die Grundlinien passen, dann werden wir die Personalien nennen. Also Sie legen sich noch nicht fest auf die Kanzlerin als neue Kandidatin, obwohl Ihr Vize das zum Beispiel getan hat am Wochenende. Das ist ja sein gutes Recht. Ich bleibe bei dem, was wir vereinbart haben. Erst Inhalte, dann Personalien. Was ist das für Sie? Das sagt er schon seit Monaten. Ich weiß, immer erst aber ist das loyal? Dann die Personalfragen. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass Angela Merkel noch einmal antritt zur Bundestagswahl 2017 und dass sie auch die Unterstützung der CSU haben wird. Und das ist ja ein verheerendes Bild, das da in der Öffentlichkeit entsteht, ne? Nein, er sagt im Moment nichts anderes, als er immer gesagt hat, wobei ich zugebe, das ist außergewöhnlich, ja. Geben Sie doch zu, das freut mich wenigstens. Nein, das. Weil man immer darauf wartet, dass man seine Meinung ändert, um dann sagen zu können, das hört es ja wohl vor 4 Wochen noch anders an. Naja, er sagt ja auch auf die Frage, treten Sie möglicherweise selber an, das schließe ich zumindest nicht aus. Genau. Auch ein einmaliger Vorgang. Weil er natürlich sagt, die CSU muss prominent und stark mit einem politischen Schwergewicht in Berlin vertreten. Herr Bosbach, wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Das ist doch, wenn wir jetzt mal unter uns reden, das ist doch ein Affront allererster Güte gegen Ihre Bundeskanzlerin. Nein, ich sehe das anders, weil er sich schon seit Wochen so äußert. Und so macht man jemanden doch nicht stark. Dass das nicht zu Turbulenzen in der CDU führt. Der Generalsekretär Tauber hat sich ja vor ein paar Stunden noch geäußert zu diesem Thema. Der war auch mega entspannt und so ist es auch richtig. Wundert Sie das manchmal, wie sehr Politiker, auch dann Herr Tauber, wenn Sie ihn ansprechen, sagen, der war mega entspannt, wie die in der Öffentlichkeit einfach sich hinstellen und den Leuten vormachen, dass sie entspannt sind, obwohl sie es nicht sind? Nein, inhaltlich haben wir ja durchaus eine schwierige Situation, weil es ist ja kein Betriebsgeheimnis, was wir beim Thema Obergrenze, Flüchtlingspolitik, Kontrollverlust unterschiedliche Auffassungen haben. Ich halte das nicht für ein Drama, wenn in einer Volkspartei unterschiedliche Auffassungen diskutiert werden, wobei wir ein Problem haben, was andere Parteien nicht haben, weil wir eben zwei Schwesterparteien sind. Und Sie wissen ja, eigentlich sind wir ja so. Zwischen uns passt ja kein Blatt Papier. Das ist richtig. Nur ab und zu gibt's mal Meinungsverschiedenheiten. Ich möchte mal an der Stelle, ist gut, dass er heute... Der war wirklich gut, ja. An der Stelle muss man Michael Mittermeier zitieren. Es ist wirklich lustig, dass er heute hier sitzt. Michael, du hast auf diese Frage mal gesagt, ging es auch darum, da passt kein Blatt dazwischen. Und Michael fragte, ist nur die Frage, ob Hochformat oder Querformat? Ja, im Moment ist leichte Tendenz zu Querformat. Querformat, ne? Ja, genau. Werden Sie das vermissen, Herr Bosbach? Diesen Bedeutungsverlust, auch die Tatsache, dass man nicht mehr von jedem immer angerufen wird und jeder will von dir eine Meinung haben, schon morgens um 6:30, wenn man selbst noch gar keine hat? Ich fürchte, Sie könnten recht haben. Vielleicht sagt man Sie im ersten Moment, Gott sei Dank, du hast die Tretmühle verlassen, du bist wieder Herr über deinen eigenen Terminkalender. Du kannst tatsächlich das tun, was du jetzt gerne tun möchtest. Es ist nicht durchaus möglich, dass ich am nächsten Tag sage, warum hat noch keiner angerufen, keiner hat mich eingeladen, keiner will was von mir. Ist durchaus möglich. Es gibt ja viele, die sagen, allerdings meistens hatten ja Regierungsämter inne, es ist ganz schwierig, wenn sie ins Auto hinten rechts einsteigen und merken dann nach dem Verlust des Amtes, dass vorne links am Steuer keiner sitzt. Keiner sitzt. Da muss man sich neu orientieren. Das ist so. Das ist herrlich. Ja, und ganz zum Schluss noch, Herr Bosbach, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Das war immer ein großes Thema in den letzten Jahren. Ja, das war ja auch ein Grund, warum ich nicht mehr mit dem Tempo weitermachen kann, obwohl ich es gerne würde, wenn ich wirklich fit wäre. Ich werde ja nächstes Jahr 65 Jahre. Also überlegt man sich ja sowieso, wie geht es denn in den nächsten Jahren weiter. Mir ist ja vor einigen Wochen ein Stück der Lunge entfernt worden. Vor einigen Wochen? Vor einigen Wochen, genau. Und bis vor 14 Tagen, 3 Wochen, hätte ich gesagt, oh, das habe ich aber unterschätzt. Außerdem hatte ich bessere Ideen, schon in meinem Leben als 2 Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder nach Berlin zu gehen. Aber mittlerweile muss ich sagen, Lungenklinik Meerheim hat ganze Arbeit geleistet. Ich fühle mich richtig gut. Weil Sie weil der Krebs sozusagen streut? Oder was ist der Grund, dass ich so indiskret nachfragen darf? Nein, das war ein Tumor. Der Tumor musste entfernt werden. Und das ging in diesem Falle nicht mit Bestrahlung oder anderem, sondern nur mit der Entfernung des Segmentes der Lunge, wo sich der Tumor angesiedelt hatte. Haben Sie noch so eine, auf Neudeutsch sagt man heute Bucketlist, so eine Liste der Dinge, die Sie noch unbedingt erledigen wollen?
möchte unbedingt noch mal Highway Number One fahren, von Nord nach Süd, Kalifornien, Westküste. Begeisterung im Publikum hört man hier. Haben noch einige andere mit Ihnen vor, müssen Sie aufpassen, dass Sie wirklich alleine sind. Ich bin mal ein Stück gefahren von Süden nach Norden, dann haben Sie ja leider die falsche Fahrbahn, weil Sie ja nicht am Pazifik entlang fahren. Das ist ja die Seite, wenn man von Nord nach Süd fährt, möchte ich unbedingt. Und jeder, der von dort zurückkommt, schwärmt davon, ich würde gerne einmal in den Oman reisen. Da bin ich noch nie gewesen. Ist ein landschaftlich, ein kulturell, ein historisch ganz interessantes Land sein. Also, wann immer Sie in nächster Zeit, Herr Bosbach... Und mal wandern durch Südtirol. Wir beide zusammen. Jederzeit. Wann immer Sie wollen. Und wenn Sie... Und wenn Sie irgendwann mal das Gefühl haben, ach Mensch, blöd, dass mich keiner mehr anruft, rufen Sie uns an. Sie haben hier immer sozusagen eine Wildcard, wie beim Tennis. Ja. Sie können jederzeit in diese Sendung kommen, wenn Sie es nicht übertreiben. Herzlichen Dank, Herr Bosbach. Gerne an dem Punkt, Michael.